So, liebe Freunde, ich bin wieder hier. Es ist für euch ein neuer Tag angebrochen. Für mich sind nur ein paar Sekunden vergangen. Ihr seht es hier unten an der Uhr. Ortszeit, Serverzeit und so weiter. Man kann hier auch umschalten zwischen Ortszeit und Serverzeit mit Linksklick. Ich habe mich dazu entschieden, gleich die zweite Folge im Anschluss aufzunehmen, weil wir hier gerade so praktisch unterwegs sind. So, hier haben wir einen Aushang. Müssten wir jetzt nicht durchlesen, aber wir machen es halt mal. Das Ableben. So, ihr könnt euch das durchlesen. Ich lese mir das nicht extra durch, weil ich kenne das alles noch von früher. Ich mache lieber mal weiter, indem ich die Skelette hier kill. So, den Dinger kann man auch abschalten. Jetzt kann man auch in die Minimap abschalten, die Markierung, die man gemacht hat. Wir können ja auch springen, wenn wir etwas weiter weg sind. Das zeige ich euch gleich. Heilige Sphäre. Seht ihr, der Questgegenstand? Gelb. Und der Questgegenstand ist jetzt eben nicht hier in der Tasche drin, sondern hier unten im Questbuch, damit er hier keinen Platz wegnimmt. Sehr gut gemacht. Wunderbar. Haben wir hier eigentlich einen Verkäufer? Wir haben hier einen Postkasten, der war früher auch nicht da. Also sie haben hier auch im Stadtgebiet haben sie einiges verändert. So, Gebrauchswaren. Kleine Beutel, ja, ist mir nur ein bisschen teuer. Was ich verkaufe, ist unser altes Schwert für 1 Silber und diese Kerzenstummel brauchen wir auch nicht unbedingt. So. Ja, ja. So, wir gehen hier mal im Postkasten und sehen, wir haben dadurch, dass wir eben dieses Deluxe-Ding damals gekauft haben, haben wir einige Vorteile bekommen. Wir haben ein Halbjahres-Jubiläumsgeschenk, dadurch, dass wir eben mehr als ein halbes Jahr gespielt haben. Ich habe schon weit mehr als ein halbes Jahr gespielt, aber ist hier jetzt eben so. So, wir bekommen hier einen alten Tartagon. Den können wir von Anfang an reiten. Das Ausweis, ihr müsst reiten, ist nicht extra so erlernen hier, das kleine Reiten, wenn ihr das habt, sondern ihr habt es gleich. So, wir bekommen hier ein Haustier geschenkt. Und wir bekommen einen Beutel, wo wir 10% mehr Gold von Monstern bekommen. Das ist natürlich auch sehr praktisch. So. Legen wir mal an. Den fügen wir unserer Sammlung hinzu, ja. Und erster Erfolg. Ein treuer Begleiter. Na, seht ihr denn hier in bei eurem Charakter nicht, sondern bei euren Weggefährten ist hier dazugekommen. Weggefährten oder Garderobe, da werden jetzt eure Pets gesammelt. Einmal draufklicken und der wird beschworen. So, das ist der kleine Sumpfling hier. Sumpfling-Butlerin. Süß. Ich werde euch später dann mit Harlequin zeigen, was ich so an Pets habe, weil die hat sehr viele Pets. Mit einem Klick wieder drauf, wieder weg. Ihr könnt den natürlich auch rausziehen hier, damit ihr den dann so beschwören könnt quasi. Oder eben woanders hinpacken. So, gleiches machen wir jetzt hier mit dem Mount. Fügen wir unsere Sammlung hinzu. Erfolg, hoch zu Pferde. Und ihr habt hier Reittiere-Slot bekommen. Also die Reittiere wurden auch direkt reingesetzt. Wir nehmen das Reittier auch mal raus und steigen mal auf. Rum. So, Schildkröte. Doppelköpfige Schildkröte. 60% schneller reiten. Passt. Ich möchte jetzt hier aber zuerst mal noch bei den Einstellungen kurz in der Oberfläche ein paar Aktionsleisten zuschalten. Ihr seht, man kann hier bis zu 7 Aktionsleisten hinzuschalten, die natürlich auch frei verteilen. Ich mache mal 2 Aktionsleisten, da habe ich hier oben eine zweite stehen. Und wir machen mal eine seitliche Aktionsleiste. Eine hin, da habe ich hier noch eine. Wunderbar. Kann sie hier sperren lassen. Aneinanderreihen, kurz, lang, voll und so weiter und so fort. Und ihr könnt hier, warte mal, wo war das? Anwenden erstmal auf OK. Wo war das? Layout ändern. Wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr nämlich hier wirklich alles verteilen, also alles verschieben. Jedes einzelne Ding verschieben, jede Spalte verschieben. Alles einfach. Ihr braucht dafür auch keine Donner. Speichert ihr hier und dann ist es so, wie es sein soll. Also ihr könnt es euch wirklich so einrichten, wie ihr das gerne haben möchtet. So, wir haben hier in unserem Beutel haben wir natürlich noch das Geschenk, das öffnen wir mal. Jetzt haben wir Fiolen, das erhöht unser Prestige. Prestige ist die Ehre beim PvP. Da bekommt ihr Prestige und für Prestige könnt ihr dann eben PvP-Sachen kaufen. Ein Halbjahreskuchen haben wir. Leckerer Kuchen, yam yam. Erfahrungsfiole, da bekommt ihr mehr Erfahrung. Da haben wir auch 5 Stück. Und Gunst. Oder warte mal, war Gunst PvP? Eines von beiden war PvP und das, ich glaube, das ist mehr das PvP, hält über den Tod hinaus an, genau. Und Gunst ist, wenn ihr Risse macht, wenn ich das noch richtig weiß. Machen wir jetzt aber nicht, am Anfang bekommen wir eh noch so wenig Erfahrungspunkte, dass sich das nicht lohnt. So, ich wollte euch mal den Sprung zeigen.
müssen wir auch erstmal, packen wir uns Mount mal hier rüber, steigen wir ab und springen mal auf den zu. Yeah! So, zack. Hier unten ist der EP-Balken. Alles ganz normal, wie es sein soll. Plündern geht normalerweise automatisch. Im Moment scheint es ein bisschen... Ist das laggy? Wenn ihr hier drauf geht, seht ihr rechts unten die Leistung. Also wir haben jetzt 31 Millisekunden Latenz bei einer Bildfrequenz von 29 Frames per Second. Das geht eigentlich. Ja, wir müssen gucken, einfach ob sich das dauerhaft zu halten lässt oder ob wir da Probleme kriegen mit der Flüssigkeit. Weil es ist natürlich schon ein bisschen anspruchsvoller als WoW, was jetzt die grafische Umsetzung angeht. Ja, wir sollten aber eigentlich damit weniger Probleme haben. Es könnte sein, dass in Schlachtzügen ein bisschen ruckelt, halt durch die Aufnahme. Software, die verbraucht natürlich ein bisschen mehr Performance. Ja, also wenn wir nicht aufnehmen würden, würden wir damit locker, ganz locker durchkommen. Ja, also kann sein, dass ich künftig die Einstellungen dann ein bisschen runtersetzen muss. Na, da müssen wir da eben durch. Hilft nichts. So. Ihr könnt ja, wenn ihr es dann selber spielt, habt ihr ja dann quasi die volle grafische Pracht, ohne nebenher aufnehmen zu müssen. Ja. So, man kann auch hier übrigens Bücher einsammeln. Ja, und diese Bücher dann eben seiner Sammlung hinzufügen. Alles, was man so an Büchern findet, zeige ich euch mal. Rechtsklicken, Sammlung hinzufügen, okay. Und ihr habt jetzt beim Charakter, habt ihr Bücher. Und da sind dann alle Bücher, die ihr einsammelt. Ihr könnt die Bücher dann eben mit Linksklick jederzeit lesen. Ja? Jederzeit, das habt ihr hier, Haufen Bücher. Da wird es dann später noch Artefakte geben, die ihr überall findet. Ihr könnt eine Artefaktsammlung abgeben. Da gibt es dann Mounts und Pets und allen möglichen Krempel dafür. Ich sage ja, ich war mit Ghost Princess seinerzeit die erste Artefakt-Großmeisterin oder Meisterin des Shards, Rotmutter. Hab da auch einen Erfolg dafür bekommen. Und... War sehr geil, da habe ich lange drauf zugearbeitet, habe etliche Stunden dafür investiert und Artefakte gesucht wie ein Bekloppter. Die Artefakte könnt ihr dann auch tauschen im Auktionshaus. Ihr bekommt für Artefaktsammlung bekommt ihr Punkte und für diese Punkte könnt ihr dann eben Sachen kaufen wie Mounts oder Ausrüstung, Kostüme und so weiter. Alles Mögliche. So. Sprechen. Wir sehen ja immer, also es ist wirklich, es ist absolut einsteigerfreundlich auch gemacht. Es erklärt sich von selber vieles und ja, man wird an die Hand genommen einfach. Es ist sehr schön gemacht und ich bin überzeugt, wenn viele Leute hier sind, wenn viele Leute auch mit dem Free-to-Play dann anfangen und dieses Spiel spielen, wird es ein neues Dingens, also quasi ein neuer Hype entstehen, beziehungsweise Hallöchen, da bist du ja. Ein Zulauf. Ja, ich bin jetzt hier momentan etwas überfordert gerade, weil ich 1000 Sachen gleichzeitig machen muss. Okay, die Knechte, genau, die Knechte müssen wir töten. Das hat sich nämlich gegenüber früher auch ein bisschen geändert hier. Man bekommt irgendwie jetzt mehr EP für die Quests und dafür gibt es im Anfangsding weniger Quests. Ach, benutzen Zwergen haben wir ja klar. Automatisch sortieren? Nee, will ich nicht. Zwergenhammer? Zwergenhammer? Ja. Zwergenhammer bekommen. Das ist ein Zwergenhammer. Wo ist der Zwergenhammer? Ach, hier! Ah ja, stimmt, ich erinnere mich. Das ist auch sowas. Wenn ihr Quest-Sachen bekommt, die ihr benutzen müsst, ja, dann erscheinen die nicht in eurem Inventar, sondern die erscheinen direkt hier oben an der Quest dran. Ja, also, wenn ihr eine Quest ausgewählt habt, ihr könnt, wenn ihr ins Questbuch geht, so, dann könnt ihr hier die Quests auswählen, die ihr machen wollt. Ja, also mit Punkt drauf und dann wird ihr auch angezeigt, wo ist die Quest, was müsst ihr machen und so weiter. Hier ist auch der Zwergenhammer. Ja, man kann auch hier rausziehen und dann benutzen. Ja, hier sind die Questgegenstände. Aber er ist eben auch hier oben. Ihr müsst nicht rausziehen. Ja, ihr könnt einfach hier bequem eure Viecher holen. So. Und dann mit dem Hammer draufhammern. So. Zack, erledigt. So, schön, verschwindet dann. Ihr müsst also im Prinzip nicht großartig rumsortieren. Das hat sich geändert gegenüber früher. Da müssten wir früher so ein Gerät einsetzen, das dann so einen Strahl auf sie geschickt hat. Also die haben wirklich in den anderthalb Jahren, wo ich jetzt nicht gespielt habe, einiges verändert. So, drei Knechte weg. Wieder EP bekommen.
Ach so, haben wir eben, wir sind doch Stufe 3. Da müssen wir doch im Seelenbaum wieder was teilen können. Wir haben wieder 2 Punkte bekommen, genau. Wir setzen die 2 Punkte jetzt nicht hier rein, denn ihr seht, wir sind erst Level 3 und können hier maximal 3 Punkte verteilen, haben aber noch einen übrig. Und jetzt wird uns hier getippt quasi, hier noch was reinsetzen. Nicht körperliche Angriffe ignorieren, 2% Widerstände des Ziels. Naja, für deine Zwecke nicht zu empfehlen. Hier, da steht genau dabei, wie gesagt, was man nimmt, was man besser nicht nimmt, für deinen Zweck nicht zu empfehlen und so weiter. Ja, also wir gehen mal hier der Empfehlung hinterher. Ja, wir machen das mal so, wie die uns das vorschlagen. Ich habe früher natürlich da auch meine eigenen Skillungen entwickelt, ganz individuell und so. Das kann man natürlich alles machen, selbstverständlich. Aber da müsste ich mich jetzt wieder etwas weiter reingraben und mich damit mehr auseinandersetzen. Wenn hier wirklich was zustande kommen soll mit mir und euch, was zustande kommen wird, dann werde ich mich da natürlich auch wieder mehr reingraben. Damit wir da ein bisschen was machen können. So, Quest abgeschlossen. Wobei ich eben auch gucken muss, wie das ist, da wir Stormleech nicht haben. Ob ich trotzdem auf Level 60 leveln kann. Nehmen wir mal erstmal die Quest hier an. Gucken wir, was wir an Belohnung bekommen haben. Ja, ziehen wir an. So. Ja, ich muss natürlich gucken, ob ich mir Stormleech dann noch extra kaufen muss oder ob ich den Stormleech-Content trotzdem machen kann bis Level 60 und die Raids. Und ob mir so eben nur die eine Seele fehlt, die eben nicht dabei ist. Das ist eine Fernkampfseele für einen Krieger, wenn ich das richtig gesehen habe. Das muss man mal gucken. Ja, da muss ich mich da etwas informieren. Das ist jetzt erstmal so, um euch das zu zeigen. Bis dahin vergeht auch noch ein bisschen Zeit. So vom normalen Leveln her. Die normalen Gebiete stehen uns ja auf jeden Fall zur Verfügung. Um euch zu zeigen, wie das so aussieht. Und zu schauen, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ob ihr da gerne spielen möchtet. Und ja. So. Es gibt auch ein Freundesystem, beziehungsweise gab es das früher. Man kann dann Freunde einladen und mit denen zusammen spielen. Dann bekommen wir, wenn ich es noch richtig weiß, erhöhte EP. Man bekommt bei einem Freund. Hier ist wieder ein Buch. So, das schnappen wir uns wieder und fügen es wieder der Sammlung hinzu. Bei einem Freund bekommt ihr einen Hund als Pet. Bei 2 Freunden bekommt ihr einen schönen Hut mit einer Federbo, also mit einer langen Feder oben dran zum Anziehen, also was Kosmetisches. Und bei 3 Freunden bekommt ihr ein brennendes Pferd. Sofern das immer noch so ist. Ich weiß nicht, also früher war es so. So. Was für Vorteile man für die Freundeswerbung und so hat. Muss man dann nachschauen. Wie gesagt, ich habe es seit 1,5 Jahren nicht mehr gespielt und habe es nicht mehr so auf dem Zettel, was es da alles gibt. So, die Karte wird natürlich nach und nach aufgedeckt. Hier sind die verschiedenen Dinger, die man so gucken kann, wo man war. Mit dem kleinen Thumbnail dran. Also alles wirklich sehr, sehr schön und ansprechend gemacht. Ja, guck mal hier. Das ist meine alte Gilde. Bei denen war ich. Die wollten mich dann nicht mehr, weil sie gemeint hatten, ich würde nicht mehr genug Zeit in das Spiel investieren, um wirklich Hardcore hier zu raiden und so weiter. Fand ich sehr schade, weil ich mich da eigentlich ganz wohl gefühlt habe damals. Ja, so kann es gehen. So. Und Ehre. Wir gut. Werden Telara retten. Ja, werden wir. Plattenrüstung, Beutel haben wir bekommen. Ja, den will ich hier dran haben. So. Beutelchen können wir nicht immer gebrauchen. Okay, wir haben hier jetzt dann auch einen Kriegerausbilder durch die Bücher gekennzeichnet. Und zu dem gehen wir mal. Der ist nämlich hier. So. Hallo Krieger. Ja komm, dann bringen wir es bei. Wenn ihr mächtiger werdet. Das heißt, wenn ihr mächtiger werdet. Achso, ich bin noch nicht mächtig genug. Besiegt 2 todesgebundene Zauberer, besiegt 2 todesgebundene Zauberer. Schulden auch. Das kriegen wir doch hin. So, das sind die Zauberer. Springen wir mal drauf zu und zack. Ich weiß noch nicht, wie intensiv ich Rift spielen werde, weil wie gesagt, ihr seht ja, ich habe auch noch andere Let's Plays am Laufen. Allein die 2 WoW-Let's Plays noch. Und ja, da wird man sehen müssen, wie ich das mache. So, kommt natürlich auch auf euch an, wie dieses Rift Let's Play bei euch ankommt.
Und ob ihr da mehr davon sehen wollt, wenn das natürlich bei euch überhaupt nicht ankommt, dann werde ich es natürlich auch nicht so verfolgen. Ja, logischerweise. Und mir geht es ja auch darum, was bei euch ankommt, was ihr gerne sehen möchtet. Plündern kann ich die irgendwie nicht momentan, aber ist okay. Das ist schon okay. Also es ist viel einfacher geworden hier als früher. Das war hier früher schon knackig, muss ich dazu sagen. Ja, das ist wirklich so Einführungsding. Da haben sie sich wahrscheinlich auch gesagt, okay, wir haben jetzt die erste Erweiterung draußen. Wir wollen jetzt schon gerne, dass die Leute es auch schaffen können. Vor allem, die war früher alle feindlich. Ja, die haben mich alle angegriffen. Inzwischen kann sie sich draufstellen. Solange sie nicht angreift, vollkommen egal. Schurken. Ah, okay, Schurken brauchen wir noch zwei. Man muss dann hier die Katapulte musste man zerstören. Und man musste hier in der Mitte musste man irgendwo so ein Vigilie. Engelchen beschwören und lauter so Sachen machen. Ah, das siehst du mal, die kann man nämlich zerstören hier, Start. Fupp. Beziehungsweise man kann sie abfeuern, dann werden die hier zerstört. Ja, ich weiß. So, und ich muss natürlich gucken, wie gesagt, wie viel Platz die Rohaufnahmen verbrauchen, weil es wird ziemlich mehr sein als WoW verbraucht. Dementsprechend muss ich mir meine Aufnahmen dann etwas einteilen. Nicht, dass mir auf einmal Festplattenplatz ausgeht. Ich meine, ich habe zwar, wenn ich alle Sachen verarbeitet habe, um die 1,4 Terabyte, die ich verbrauchen kann. Aber ich habe heute Nachmittag schon mal eine Testfolge aufgenommen. Die ging ungefähr 40 Minuten. Und ich glaube, die hatte knapp 80 GB Platz verschlungen. Und wie gesagt, das hier ist ja noch das Stadtgebiet. Hier sind noch nicht so viele Leute unterwegs. Und auch nicht so viele... auch nicht so Raid-technisch und so. Raids verbrauchen einiges an Platz. Ja, wir werden sehen. Wir haben jetzt mit Rift drei Eisen im Feuer. Also WoW Classic, WoW Burning Crusade und Rift. Im Moment, wenn ihr das möchtet, dann wären das die drei dauerhaften LPs. Dann wird natürlich für Rift, werden natürlich die Offscreen-Spiele erstmal rausfallen, außer wenn es ein ganz besonderes Spiel kommt, das mir ja unwahrscheinlich viel Spaß macht. Aber ich werde dann nicht mehr wild in der Gegend rum irgendwelche Spiele testen, sondern werde mich erstmal auf die drei Online-Projekte quasi konzentrieren und die mit euch spielen. Nebenher vielleicht noch das ein oder andere Retro-Ding, weil die sind ziemlich schnell zu produzieren, weil sie jetzt ziemlich sehr wenig Platz verbrauchen. Aber so ein Offscreen-Ding jetzt dann erstmal nicht mehr. Die anderen Sachen, die ich so mache, wie jetzt mal was vorlesen oder mal ein Musikvideo oder mal ein Kochvideo, das kommt ja sowieso sporadisch, wie ich eben so Zeit habe. Okay, benutzt den Schrein. Machen wir mal. So. Verderber deaktivieren. Oh, wo schickt ihr mich hin? Die haben mir echt, die haben mir die komplette Stadtgebiet haben die überarbeitet. Achso, weil ich aufgestiegen bin. Okay, dann setzt mir hier nochmal einen rein. Und können wir? Doch, können wir. Oh, stimmt, wir sind auf 5 gekommen, alles klar. So, wir haben jetzt hier die Haltung der Soldaten bekommen. Das ist wie bei Dingens, wie beim WoW-Krieger. Sind es so Haltung eben, Verteidigungshaltung oder Angriffshaltung. Das kann man hier quasi neben den anderen Dingern machen. So. Aha, okay. Verderber, genau. Wenn man den Verderber antatscht, dann kommt der hier. Und der macht jetzt hier, aua, der macht Alarm. So. Den hauen wir jetzt weg. So. Verjagt Ophiel aus der Außerweltenhalle. Ah, das ist er hier, genau. Der Schönling. Der schöne Schönling. Verjagt dich. So, vor allem haben wir ihn verjagt. Oh man, da musste man früher, musste man sich hier hinten ganz den Weg hochkämpfen, bis man hier erstmal hochgekommen ist und davor noch 14 Feuersteine machen. Also, die haben wirklich abgespeckt. Aber wenn man sich das mal anguckt, das sieht doch echt geil aus, oder? Also für 2011. Sehr geil gemacht, finde ich. Kann man nicht motzen. Euer Kommen war vorbestimmt. Ja, weiß ich. So, müssen wir mit dem sprechen. Der Prophezeiung.
Und die schickt uns jetzt hier automatisch rüber. Musste man früher auch nicht automatisch machen. Da konnte man wählen, ob man rüber will. Aber das Spiel versucht dann jetzt scheinbar hier auch möglichst zeitnah durchzukriegen durch die Startgebiete. So, wir ziehen unsere schönen neuen Hosen an. Wir ziehen unsere schönen neuen Handschuhe an. Haben jede Menge Zeug, das wir nicht brauchen. So, wir müssen jetzt mit ihm wieder sprechen. Ruhm und Ehre. Ja, ja. So, reinigt ein schattenberührtes Pferd. So, ein bisschen Bootswasser. Das geht wirklich flott. Es geht wirklich flott. Kann man jetzt hier was lernen? Nee, immer noch nicht. Gut, dann reinigen wir mal ein Gaul. So. Schön, da gehe ich drum gucken hier. Alles. Ah, sehr schön. Sehr schön gemacht. Also grafisch 1A. So, hier haben wir dieses Pferd. Und hier haben wir natürlich jetzt das Zaumzeug. Ist wie immer bei den Quests dran. Wir müssen aber erstmal hier den Schurken kaputt machen, denn der hat natürlich was dagegen, dass wir uns sein Pferd unter den Nagel reißen. So, da liegt er daher. Und jetzt Läuterung. Geläutert und reiten wir. Juhu. Ja, auch die Mounts sehen natürlich um Klassen besser aus als bei WoW. Das muss man so sagen. Ja, also runder und nicht so eckig. Und na, wie gesagt, WoW ist natürlich älter. Also nichts gegen WoW. Es hat absolut seine Berechtigung. Und es hat auch seinerzeit sehr viel Spaß gemacht bis zu Katta. Aber ab Katta war für mich Rift angesagt. Ganz, ganz einfach. Schlicht und ergreifend. Ein Jahr lang, bis ich dann mit MMOs erstmal aufgehört hatte. Wir nehmen natürlich Heiltrank, weil Mana braucht man jetzt erstmal nicht. Quest abgeschlossen und Stufe aufgestiegen. Deaktiviert die Rüstsäulen, findet Adraxis. Das machen wir gleich. Erstmal hier den wilden Feger dazu nehmen. Und hier noch einen Punkt reinsetzen. Da haben wir es bekommen, die Eisexplosion. Die Waffe des Kriegers wird in Eis gehüllt. Angriffsfähigkeit verursacht zusätzlich Wasserschaden. Ist also auch ein Finisher, ein anderer Finisher. Das hier ist... Ah, genau, der wilde Feger, richtig. Das ist ein AE. Ein AE-Ding. Den nehmen wir hier dazu. Den wollen wir gerne da haben. So, Leitmehl Rost für den Kampf. Okay, dann nehme ich mein Rost mit. Können wir jetzt was lernen? Immer noch nicht. So, wo müssen wir denn hin? Da hinten, genau. Wir ziehen das jetzt mal noch durch hier im Stadtgebiet. Ja, auch wenn wir jetzt ein bisschen Überlänge haben wieder. Das ist egal. Aber ich finde es ehrlich gesagt, ich finde es ein kleines bisschen schade, dass hier nicht mehr so viel zu tun gibt wie früher. So sieht übrigens so ein episches Ross aus. Ja, das ihr später kaufen könnt. Also wenn ihr später ein episches Mount holt, dann sieht es in etwa so aus. So. Wir müssen hier durch. Wir stellen es erstmal hier rein. So, dann wird uns hier geholfen. Von ihm oder ihr. Und wir können hier durchreiten. So, wir haben einen Riss betreten. Todesriss. So. Jetzt erscheint hier unten, das ist die Phase, die der Riss hat. Phase 1. Und da unten gibt es dann die Beute, je nachdem. Und hier steht, was muss man machen. So, deaktiviert die Säulen. So, dann legen wir doch mal los. Komm. So, können hier einen Feger machen. Wusch. Und es ist nicht mehr wirklich eine große Herausforderung, aber was willst du machen? Was willst du machen? Da kannst du nichts machen. Hoffen wir, dass sich das noch ein bisschen ändert dann in Zukunft. So, komm, finishen. Jawohl. So, mal die erste Säule weg. Früher sind ja nämlich noch so zwei Riesen rumgelaufen. Die musst du dann erstmal töten, bevor du an die Säulen rangekommen bist. Jetzt hat das Ganze nochmal zusätzlich erschwert. Da hast du dann im Prinzip eine Gruppe gesucht am besten. Also eine Anfängergruppe, die das gemacht hat. Wahrscheinlich sind so wenig Leute dazu gekommen, dass sie gesagt haben, okay, nehmen wir raus. Damit die Leute da auch solo besser durchkommen. So, wir haben beide zerstört. Phase abgeschlossen. Jetzt sind wir Phase 2. Jetzt kommt der Tyrann. Was habe ich euch nicht bereits getötet? So, und hier kommen jetzt unsere Freunde quasi hier. Ja, die Anführer der einzelnen Völker. Können dem Drachen der Auslöschung nicht trotzen. Regulus, ich opfere euch mein Leben, aus dem ewige Macht entspringt.
Ja, jetzt kommt irgendwie Regulus. Guck mal da hinten, ne? So, der Drache. Und der verwandelt sich jetzt mit ihm, verschmilzt. Einst beherrschte ich Matosia. Mit Regulus Macht werde ich die Welt beherrschen. Ja, glaube ich nicht. Könnte es hier. Das ist auch sowas, wenn jetzt hier jemand kommt, dann kann man hier einfach in der öffentlichen Gruppe beitreten. Und dann ist man einfach mit dabei. Also man kann sich einfach einem Ding anschließen. Ja, einer Gruppe. Regulus will eure Seelen. Ich bin euer Untergang. So, und kann so dann eben mit den Leuten zusammen kämpfen. Ja, man muss nicht erst fragen, hö, kann ich jetzt in die Gruppe. Ich meine, man kann es natürlich sperren, dass man einer Gruppe nicht einfach so beitreten kann. Das kann man, dass nicht irgendwie jemand dazukommt, den man überhaupt nicht haben will. Ja? Aber man kann natürlich auch mit offener Gruppe rumlaufen, dann kann sich an jeder anschließen, der eben da ist. Und das hilft dann eben zusammen besser zurecht. Ach, da kommen die Riesen. Haben sie doch nicht abgeschafft. Schön. Aber sie haben weniger Gegner gemacht, also man kam leichter zu den Säulen hin. Man kam sehr viel leichter zu den Säulen hin. Da sind die FPS gerade kurz mal gerade eingebrochen gewesen. Weiß nicht genau, woran es gelegen hat. So, jetzt kommt der Regulus, den wir mal selber hier bekämpfen. Der ist eigentlich nicht so stark. Also, ja, abgeschlossen. Euch geopfert und Helara dadurch vor dem Untergang bewahrt. Doch die Gefahr bleibt bestehen. Seht jetzt die Prophezeiung. Die Brut lebt. Der Bann bricht. Und die Welt wankt. Gedenkt der Prophezeiung der Risse. Wir haben euch auserwählt, die Apokalypse zu verhindern. Geht mit dem Segen der Vigilie. So, da sind wir wieder. Ich werde natürlich das Intro jetzt im Nachhinein auch versuchen, noch etwas lauter zu machen, damit es geht. So, wir werden die Gruppe jetzt wieder verlassen. Wir haben unser Ding erledigt. Und hier geht es jetzt weiter. Wir sind jetzt hier in der richtig in offenen Welt. Wir sind aus dem Startding raus. Aber hier machen wir das nächste Mal weiter. Ich möchte mich hier jetzt erstmal von euch verabschieden. Bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch wie immer einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir hier Rift zusammen erkunden, beziehungsweise ich euch das ein oder andere zeige. Na, bis dann, macht's gut und ciao, ciao.